Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie bei Berlin kocht. Hey, pass mal zu mir! So kann es ja auch nichts werden, ey. Mann, können die nicht schießen. In Hoppegarten ist es ja immer so ein bisschen wie im Zoo, ne? Also es gibt ja nicht nur ganz viele Pferde, sondern auch immer passend zu den Renntagen Tiere, zum Beispiel Hasen oder Alpakas. Oder heute sollen hier Falken sein. Und ich wollte Ihnen jetzt eigentlich gerade den Falkner und seinen Vogel vorstellen. Leider ist der Falke gerade weggeflogen. Jetzt gucken wir mal, ob wir den wieder kriegen. No, this is just Red Bull, I think. Oh, da ist Wodka drin, ohne. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Nächstes Mal wetten wir wieder live. Und da gewinne ich wieder. Man kann nicht jedes Mal gewinnen. Das La Raclette ist ja ein französisches Restaurant, aber das hast du mir jetzt ja gerade beantwortet. Ich habe in der Tat nach dem Abitur, ich habe ein relativ schlechtes Abitur, das an der Stelle auch erwähnen. Ja, was denn? Muss ich mal ganz kurz zwischen fragen, wie ist denn dein Schnitt? Ich habe nämlich auch so ein schlechtes. Was hast du für eins? Ich sag's jetzt so, okay? Ja. Ich auch! Wirklich? Ja! Yeah. Sie sind aber auch ein strenger Chef bestimmt, oder? Nee. Da wird nicht mal ein Auge zugedrückt, ja, oder? Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie bei 1PS. Du bist übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, müssen ja auch ein bisschen angeben, Brandenburger Meisterkoch 2010. Ja. Es ist mal wieder soweit. Der Verband der Berliner Kaufleute und Industriellen feiert im Hotel Intercontinental. Sie sehen, ich brüte hier gerade über dem Rennprogramm, über dem Arthur Knauer Renn. www.berlinkocht.tv, dann erhalten Sie dieses aserbaidschanische Granatapfelkunstwerk. Von Jochen Truss genau. Designs. Der erste Hit, wenn man mich bei Google eingibt, ist Wenn man bei neue Google Freundin. News Per Kusma googelt, ja? Dann kommt hier knutscht Per seine neue Freundin. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Hoppegarten-Spezial. Geschwindigkeit ist hier heute das große Thema. Im Gut Klostermühle wird nämlich Wellness und Erholung großgeschrieben. Und bei 3000 Hektar Waldgrundstück steht natürlich auch Wild auf der Speisekarte. So, wir stoßen jetzt an auf das neue Jahr 2013 und für Sie gibt es nochmal die allerschönsten Bilder von der City Challenge 2012. Ey Leute, wie lange soll ich hier noch sitzen? Hier kommt einfach kein Reh vorbei. Dann kauf dir doch ein Reh. Ja, aber sowas von. Ein Reh jagen, ey, ihr seid doch nicht mehr ganz Taco, seid ihr doch nicht mehr.